Granate fliegt. Ciao. Abschuss. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Ach, damit hat er, das hat er nicht kommen sehen, der Kollege. Also der hockt da, liest seine Frau in der Revue. Und du schmeißt ihm mal Granat vor die Füße. Er liest seine Frau in der Revue. Ja, die Revue, die Frauenschau oder wie das heißt. Keine Sorge, mein Bruder ist bei den Nightstalkers. Willst du fliegen? Ja. Oder soll ich? Ja, willst ich, du? Ich möchte. Okay. Ich hab ihn dir schon mal angemacht. Nee, du bist bei mir hier, ich keine Ahnung, stehst hier am Helikopter. Nee, ich sitz eigentlich. Jetzt. Geh nochmal raus. Einfach mal. So. Ich glaub, du bist nicht mehr. Du hast nämlich jetzt hier die ganze Zeit hier gestanden. Ja. Aber noch so einen halben Meter weiter höher und bist dann hier so rumgelaufen. Ui. So, dann gucken wir doch mal, was wir jetzt machen. Ja, wir können weiter. Wow. Sitzt du? Ja, du stehst bei mir. Stehst bei mir auf der Sitzbank und es leckt des Todes. Also, dass du da, du jumpst da hin und her wie so ein Geisteskranker. Nee, ich sitze da ganz cool. Ah, dann ist alles cool. Was ist denn jetzt? Ich hab mal den Platz gewechselt. Mal gucken, was passiert. Was können wir denn jetzt noch so machen? Ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen mehr Story, weil diese Nebeneinsätze, die kann man auch mal so machen. Oder? Ja, ich bin ja hier der Entscheider, der Große. Ey, das hört bei mir nicht mehr auf. Das ist so Bolivianer werden es wieder übernehmen. Aber dieses Land hat sich verändert. Die FARC hat Kokain von Bolivien nach Mexiko gebracht. Die FARC verschwindet. Immer noch? Und neue Leute kommen rein. Santa Blanca verschwindet. Und wer kommt dann? Scheiße, ich meine, Santa Blanca hat verdammt viel getan, um die Kokainindustrie in diesem Land anzukurbeln. Du hast ja gesehen, wie viel sie in dieser Provinz in die Pyrolusitproduktion investiert auch? Haben. Nee. All diese Gebäude. Oh, jawoll! Ups. Ja, das Landen ist auch, naja. Steig mal aus und steig mal wieder ein. Ja, jetzt ist gut. Nee, du stehst bei mir auf den Rotorblättern. Dann steig auch mal gerade aus. Yeah, wir haben schon wieder den nächsten Bug entdeckt. Einmal kurz weg, einmal kurz hin. Steig. Du sitzt schon wieder nicht. Kannst du mal in die Fahrerkabine einsteigen? Okay, du buggst da komplett, alles klar. Dann fliegst du jetzt halt so mit. Ey, ernsthaft? Du fliegst hoch und es fängt an? Ja, ich verliere dich auch unterwegs. Du fällst die ganze Zeit raus und wirst wieder nachgeportet. Geil, oder? Ja, egal. Es fängt schon wieder an zu piepen. Ui, 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 ui. Ohne Scheiß. Geil. Finde ich ja cool. Naja, die machen das, die patchen alles und dann machen sie die Hälfte wieder kaputt. Naja, vielleicht bei dem anderen Helikopter war es ja nicht so gewesen. Hast du dir mal den Soundtrack angehört von der Special Edition? Ja, Mann, die ist cool. Nee, ein Lied vermisse ich. Hä? Das alle vom allerersten Trailer, das Get Down with the Sickness. Ja gut, das war nicht von denen halt per komponiert. Ja, genau. Das ist halt Spielemusik und nicht Trailermusik. Trailermusik ist ja immer nur eine eigene Nummer für sich mit Lizenzen, hast du nicht gesehen. Ich gehe mit dem Ding runter. Alles klar. Viel Spaß. Ja? Wenn es okay ist. Ja, klar, hau rein. Ich mach da die alte Beta-Variante. Wow. Ich hab schon Beschuss auf meine Position. Ja, ich bin auch irgendwie sofort. Irgendwie kann er auch noch mein Fallschirmhandschneck geöffnet. Alter, was war das? Auf einmal backt das alles und auf einmal lieg ich da. Ach, du bist schon tot, lol. Gott, tja, 200, ne, da komme ich nicht hin, Alter. Nicht durch die komplette Stadt durch. Das ist schon geil, auch. Das ist schon irgendwie geil auf der Schwierigkeitsstufe, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mir wird so kalt. Ja, passiert. Mama, Vater, was macht ihr hier? Das wissen sie selber nicht. Zeit ziehen, ach so.
Ah ja, gut, dass man hier den Bereich des Entdeckens ein bisschen hochgeschraubt hat. Ich habe gerade gedacht, da wäre einer hinter mir. Yo, das wäre ja gewesen. Was? Rebellenunterschlupf, ah ja. Yo, genau. Was denn? Wo ich gespawnt bin. Wollt ihr mich verarschen? 500 Meter entfernt. Das ist ein Treffer. Ich bin an irgendeiner Felsspalte runtergegangen. Oh, Scheiße, die kommt zu mir hoch, ey. Katastrophe. Das hat er für Probleme. Alter, ich bin hier irgendwo auf irgendwelchen Felsspalten und versuche nicht runterzufallen. Ach, ich will halt ungern hier aus dem Gebiet wieder raus, weil nicht, dass sie hier alles gleich resettet. Ja, diese. Boah, ey, ernsthaft, das mit dem Spawn, das müssen sie sich mal überlegen. Hast du es geschafft? Nein, ich bin hier irgendwo am Arsch der Ella. Im dickigsten Dschungel. Ja, ich komme mal gerade zu dir. Was wird denn jetzt auf mich geschossen, Alter? Ja, es wird auf mich geschossen. Jetzt glitsche ich auch noch fest. Kannst du nach unten? Kannst du nach unten irgendwie? Ja, hier. Boah, Katastrophe, Alter. Ich bin hier, ich glaube jetzt hier. Warte mal, warte mal, warte mal. Ay, yo. Echt? Ja. Na wunderbar. Und fängt, ey, du erreichst eine Höhe und dann fängt das Ding an sofort. Ja, du. Weil du halt bei mir überbuggst, wahrscheinlich bug ich irgendwie mit dem Helikopter bei dir. Fliegt da rechts auf die Gasse. Was, sonst kommen wir hier nicht mehr hoch. Was, wieso kommen wir denn da nicht mehr hoch? Du kommst hier nicht hoch. Ich hab's eben versucht, es geht nicht. Hey, Alter, hier sind tausend Straßen, das ist ein scheiß Helikopter, Junge. Wir können überall hoch. So. Dann machen wir hier mal ein bisschen Nachtsicht, Action. Wir sind, Das ist ein Treffer. Genau. Action, Jackson. Mann, hier ein bisschen crazy shit starten und so. Ich von unten hier lang. Ich lass jetzt gleich nochmal die Drohne fliegen. So, mal gucken, ob hier irgendwo was ist. Ja, da war zum Beispiel was. Erst. Ich hab eben hier 5-6 Stück gekillt. Ziel markiert, behalte sein Umfeld im Auge. Ich weiß halt nicht, wie viele hier insgesamt so rumgeistern. Aber ich muss unbedingt Reichweite skillen, Alter. Da ist einer. Der hockt hinter der Deckung. Da ist noch irgendwo einer, ne? Waffenteil. Da ist noch einer. Da ist noch einer.
Alles klar. Nice, der war schön gewesen. Scharfschütze quer. Ah. Ja, ich habe noch kein ordentliches Scope dafür. Du hast das ja irgendwie gekauft, ne? Ja. Ach, wie geil. Guck mal hier, da kommen unsere Jungs. Ja, ich weiß. Passt gut zum ist auch noch irgendwo einer. Wow, da draußen. Wischt. Noch irgendwo einer. Schweine hier. So krass. Ach ja. Sauber. Ich wollte doch gar nicht, ich wollte doch hier. Du Schweinebringst, Alter. Cool. Rebellen angreifen. Hier eine anständige Ecke. Fensterbretter wegschießen. Wie der da selbstsicher da hochläuft, ey. Hast du die irgendwie angewiesen oder so? Nö. Ja, die machen einen guten Job, die Jungs, würde ich sagen. Jörg, ja? Irgendwo links. Ja, ich sehe sie. Unsere Jungs sind motiviert auf jeden Fall. Das kam aus der Kirche. Hier ist vielleicht nicht das richtige. Nicht das richtige Scope für den M16. Lass hier nochmal hinten eine Drohne hochgehen. Irgendwo ist noch einer. Meine ich mir mich auch. Da. Wo? Hinter. Ja, hier dahinter. Den hab ich. Den hab ich. Lassen wir. Ich muss die Tasse finden. Pistole. Boah, direkt ein Headshot. Junge. Was? aus der Hüfte direkt ein Headshot, den verpasst. Alter, der hat no chance, hier, boy. Ich guck hier vorne, weil hier kommen nämlich noch welche. Ja. Ich guck raus, die Jungs. Verstärkung rückt an. Ich leg da davor. Und gebe mir die Erde. Mehr Ziele für dich. Aber sind sie. Komm her. Ja, wo sind die jetzt gespawnt? Wow. Weg, alle weg. Ja. Gehst du rein? Machst du die Mission weiter? Sofort, ja. Ich wollte hier gerade noch gucken. Hier war, glaube ich, mal irgendwann eine Dingskiste noch gewesen, glaube ich. Eine Waffenkiste. Ne, die habe ich schon. So eine Ressourcenkiste habe ich. Kann auch sein, dass ich schon aufgenommen habe. Ja, die werde ich schon haben. Wenn nicht, ist auch nicht so wichtig. Davon finden wir noch mehr als genug. Ich liebe dieses Spiel. Ehrlich. Ich mag es echt so gerne. Ich finde es auch an sich ganz schön. Das ist schon wahr. Außer halt die zwei Bugs, die wir bis jetzt hatten, aber ansonsten ist okay. Kann man machen. Was mit ihm hier? Taucht er einfach dahin noch? Gringos, helft mir hier wegzukommen. Nö. Was hat er mit seinem Ellbogen aufgeschossen, Alter? Ich bin so krass. Wer jetzt hier? Schwätzt mit uns. Mit so einem fescher Kerl. Labert der? Ja. Oh. Hörst du's? Nö. Alles okay? Was wollen jetzt Sie von mir? Juri und Polito, die sie gefoltert haben. Und jetzt bei mir nicht mehr. Sind hier, um sie blicken zu lassen. Wo haben die Kerle sie hingeschafft? Nicht weit von hier. Warte mal. So viel weiß ich noch. Und es war still. Es war irgendwo im Land. Da war ein Geruch nach alten Tierhäuten. Mehr weiß ich nicht. Tut mir leid. Schon gut. Sie sind also irgendwo hier. Was erzählt er? Er hat mir erzählt, irgendwo im Hinterland. Und wir suchen ja die beiden.